Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisteinhof mit dem Mikado Place XD, dem Tiger Farm und dem Leon als Hallo. Hallöchen! Hallöchen und guten Abend. Jo, Mittag. 14 Uhr kommen wir vor. Schönen Mittag. Entschuldigung, aber wir nehmen die Folge am Abend auf. Genau. Hier, das hier ist ja ein bisschen nach der letzten Folge noch passiert. Mikado hat nämlich noch beschissen. Ja, eigentlich wollte ich ja, dass das noch in der Folge ist, aber du wolltest ja so schnell beenden. Wir waren schon so weit weg. Wir waren schon bei Minute 23 oder so. Das sollte eigentlich eine Strafe nach sich ziehen. Bin ich eigentlich dafür? Wer ist dafür? Der hebt die Hand. Ich heb die Hand. Ich hab beide oben. Zählt es doppelt? Ich hab drei oben. Zählt ich heb auch? Meine runter. Zählt das Minus? Nee. Naja, okay. Wir lassen es nochmal durchgehen. Aber das nächste Mal gibt es eine Sanktion. Und zwar ans Ende. Ihr habt es ja nicht gesehen. Stimmt, der Video war ich fest. Ich war ja dabei. Ach Mann, ey, ich sollte wirklich mal einen Kuss nehmen. Oh oh. Kannst du dann wenigstens Fairheit halber deinen doofen Trecker hier wegstellen? Welchen Trecker? Na, der hat ja hier alles blockiert. Achso, der mich letztens daran gehindert hat, dass ich fast gar nichts machen konnte. Oh oh. So, gut. LU-Aufträge laufen noch oder müssen wir die neu verteilen? Ich weiß die Aufträge jetzt spontan okay. Nicht mehr. Dann und ich hab gar nicht. Ich glaube, ich habe überhaupt keine Aufträge. Und dann gehen wir mal runter und dann kommen wir hoch und geben euch Aufträge. Ja, okay. Jo, ich bin auf jeden Fall frei. Wir sind beide frei. Fast falsch. Ja, was machst du denn? Ne, ich hab zu spät gerafft, dass Tiger Farm gesagt hat, dass er uns schiebt. Ich wollte schon, ich wollte gerade selber schieben. Aha. Ich muss. Sollst du mogeln? Vor allem mal selber gucken, was ich gerade für Aufträge machen muss. Oder kann. Ich bin aus Versehen über deine Säge gefahren anscheinend. Was machst du auf meinem Grundstück? Ja, über dein Grundstück fahren? Nein. Doch. Hallo? Das ist meins? Da muss ich mal eine Anzeige schalten wegen Landfriedensbruch. Du bist letzten Sommer auf mein Grundstück gefahren, wo du Spionage gemacht hast. Ich habe mich verfahren, was soll denn das? Ja, kann natürlich. Ich auch sagen. Ja, was kann ich dafür, wenn die Landkarte so doof gemacht ist? Ja. Verfahren also, darf, muss ich doch wohl mal. Nee. Okay, ich gehe mal zum LU. Mach das. Ja. Klopf, klopf. Hallo. So, ich bin der Meinung, dass das letzte Mal das LU bei mir gespadet hat. Ist das richtig? Ach ja, genau. Warst du fertig? Waren Sie fertig? Ja, das war fertig und abgerechnet, glaube ich. Okay. Ja, das war abgerechnet auch. Okay. Und dann sollte ich, glaube ich, mir das Gras auch so nehmen. Genau, dann würde ich einmal Ladewagen plus plus Zugmaschine und Gras ins Bunkersilo einlagern. Jo. Ich glaube, die 10.000 hatte ich auch schon bezahlt, gell? Ja, das ist richtig. Ja, genau, 10.000, ne, Moment. 12.000 habe ich da fast. Das war auch falsch. Ich meine, dass ich es bezahlt habe. Ja, das ist bezahlt auf jeden Fall. Okay, gut, dann frohes Schaffen. Jo, Ihnen auch. Danke. Können Sie mich schieben? Ja. Danke. Bitte. So. Da sind Sie ja wieder. Jo, mein Auftrag läuft. Das ist schön. Wen haben Sie? Ich glaube Teil davon. Okay, dann gehe ich mal kurz runter und gebe dann mal. Nee, Moment. Ja, gehen Sie. Ja. Ich komme gerade nicht. Ja. Oh nein, ich muss noch die Channel aussuchen. Ach. Jetzt haben wir einen kleinen Fell gelandet. Wir hätten eigentlich schon das Feld hier bestellen lassen sollen. Dass es gleich wieder wächst. Hier muss man nämlich auf jeden Fall nochmal Gerste anpflanzen. Dass das vorwärts geht.
Aber gucken wir mal. Dann kann ich auf jeden Fall das Stroh hier voll abholen. Kommen wir uns da auf jeden Fall nicht in die Quere. So, und was wir auch mal machen müssen, ist... unsere Wolle müssen wir irgendwie verkaufen. Vielleicht holen wir uns da, wir haben 10 Ladungen. Ich weiß halt nicht, ob der Preis gut ist. Ist da drüben noch Stroh liegen? Ich glaube, da hat man alles weg. Mal gucken nach Autoload. Hä, hat man das nicht mehr drauf? Haben wir das Autoload nicht mehr drauf? Doch. Unter welcher Kategorie? Das war doch eine eigene Kategorie, oder nicht? Ja, Autoload haben wir das schon immer drauf gehabt. Ja, wir haben es drauf gehabt. Bei Ballentechnik, oder nicht? Ja, da ist es doch. Und bei Autoload. Ach so. Stimmt. Oder was meinst du jetzt? Ja, ja, passt. Okay. Ja. Bitte sehr, mein Herr. Ja, ich hatte noch bei einem anderen Spiel schon einen anderen Mod drauf, Autotechnik. Okay. Und der wird in einer eigenen Kategorie vor den Anhängern aufgeführt, hast. Deshalb war ich etwas verwirrt. Ja, ich habe jetzt auch gesehen, was du dafür gehört, was du da auch in den manchen Folgen dank meinem schlechten Computer oder was auch immer das ist, hast. Ja, das dieses Rauschen und... Also, falls ihr das auch hört, das liegt nicht an Varuna, sondern an mir. Das ist ein sehr großes Problem. Ja, wobei, heute ist es noch nicht aufgetreten. Ja, heute, also falls ihr es hört, gern bitte in die Kommentare schreiben. Alle mal Hashtag schlechter Computer oder so. Nee, okay, fangt am besten nicht mit dem Hashtag an, sonst verbreitet sich das wie eine Gurke. Keine Ahnung, ich wüsste es, was ich sagen wollte. So, ich müsste jetzt nochmal kurz zum Ego. Ja, ja. Ja, fahr weiter. Hm. Klopf, klopf. Ja. Ist der Auftrag schon am Machen? Ja, ich bin bei Ihnen am Feld 7. Dammit. Würden Sie mir dann eine Sämaschine leihen? Die ist gerade im Einsatz. Ist gerade schlecht. Okay. Wieso? Gut, weil Feld 1 musste bei mir gepflanzt werden. Wie lange dauert denn der Auftrag noch? Beim Sehen? Ja. Also es sind 3 Felder, die besät werden müssen. Also ich denke mal in der nächsten Zeit. Okay. Gut, dann. Sonst müssen Sie sich halt selber eine Sämaschine mieten. Ja, dann hat sich das erstmal erledigt. Okay, gut, danke. Bitte. Können Sie mich nochmal schieben, danke. Ja, gerne. Bin ich wieder da? Hallo? Ah. Entschuldigung. Ich habe mich gerade gewundert, Discord war irgendwie zu langsam. Ich habe mich auch gerade gewundert, warum ich rede, aber ich habe ja mein Mikrofon aus. Tja. Keine Ahnung, ich schalte irgendwie automatisch mein Mikrofon aus, wenn einer rausgeht oder wenn jemand da ist und ich nicht etwas machen will, was andere nicht hören soll. Ich habe manchmal die Angewohnheit, dass wenn ich Tab drücken will, dann tappe ich durch die Fenster. Also dass ich dann komplett raustappe. Okay, das ist jetzt mal neu. Ja, ich will Tab drücken. Ups. Nein, ich meine was anderes. Und zwar hatte ich den Lohnunternehmen gesagt, die dürfen sich aussuchen, welches Feld die nehmen. Und die haben das größte genommen.
Nein, dann ist da ein Missverständnis. Das LU hat mir gesagt, sie müssen alle machen. Ja, aber sie dürfen sich aussuchen. Mit, ja, egal. Ja, mit welchem also, man anfängt, schon, ist ja egal. Ja, aber trotzdem. Trotzdem. Und außerdem habe ich denen nur gesagt, dass sie wahrscheinlich alle machen müssen. Hm. Aber ich habe nicht gesagt, dass sie die alle machen müssen. Okay, eigentlich ist das genau gleich, Entschuldigung. Ich glaube, ich muss doch noch mal zum LU. Okay, ich gehe noch mal kurz hoch. Ja, ja. Klopf, klopf. Ja. So, ups, warum hat der nicht ganz abgeladen hier? Gut. Haben Sie schon die Fuhre weggebracht? Nee, weil es gerade total bei mir leckt. Okay. Also manchmal geht's, manchmal nicht. Okay. Können wir dann den Auftrag ändern, dass sie mein Feld anpflanzen mit Gerste? Ja, dann stellen sie mir eine Sämaschine bereit. Steht schon am Shop. Haben sie noch LU? Okay. Ja. Okay, gut. Also Sämaschine steht am Shop, die Horst DC9. Ja. Saatgut, wenn sie brauchen, dann schreiben sie mir nur kurz, dann kaufe ich welches. Jo, ich schieb sie wieder. Jo, danke. So. Ja, das war ein teurer Spaß. Was war ein teurer Spaß? Der Auftrag. Aha. Ja. Warte mal, haben die ein Tuning? Nee, okay, ich hab das versehen. Entschuldigung. Ein Tuning? Nee, ich dachte, die hätten ein Tuning, Instabums, Traktor. Aber dabei sah das nur so aus. Was ist denn ein Tuning-Traktor? Ja, der ist voll schnell gefahren gerade. Ach so, das weil, ist manchmal also ich durch dachte, der. Nee, ich dachte nur, der wäre am Sehen und deswegen ist er halt total schnell gefahren, aber. Ach so. Ja. Alles gut. Oh Kacke, das Heu müsste ich auch mal, der Strom müsste ich auch mal einsammeln. Heu aus. Tja, mein Strom ist weg. Ja, weil du nicht aufhebst, ne? Ne? Nö. Ich werde auf jeden Fall nie ein Problem mit Stroh haben. Ja, ich auch nicht. Bin ich mir sicher. Brauche nämlich keinen Strom. Noch. Ach, noch. Ja, stimmt ja. So, wir hatten auch, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge gesagt hatten. Was hatten wir denn? Wir hatten gesagt, wir dürfen unsere zusätzlich erworbenen Parzellen auch wieder verkaufen. Ja, genau. Wir müssen nur zum Ende, zum Ziel erreichen sozusagen. Da habe ich schon. Zum Ziel erreichen müssen alle. Das ist aber doof. Zum Ziel erreichen dürfen wir kein Feld oder Grundstück verkaufen. Genau, was wir zu Beginn hatten. Ja. Oder halt, ich würde sagen, zu Ende darf man das halt nicht machen. Ich würde sagen. Das heißt zum Ende vor der letzten Folge oder was? Ich würde sagen, dann wenn, warte, was ist nochmal alles, wir brauchen, 1 Million Euro, 250.000 Gerste, 80 Schafe, 50 Kühe, was noch? Farmhaus und, warte, das sind jetzt schon 5, oder? Das war's, glaube ich. Schuldenfrei. Ah, schuldenfrei. Ah, stimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es wirklich 5 waren, ich glaube das waren 5, ich hoffe das waren 5, dann würde ich sagen, wenn man 4 Stück erledigt hat, dann darf man keine Parzelle mehr verkaufen. Ja, 4 erledigt hat. Ja. Muss ich ja aufpassen. Es waren, warte, 2, 4, 6 Ziele. Schafe, Kühe, Bargeld,
schuldenfrei, Gerste und Farmhaus. Okay, dann sagen wir 5. 5 erledigt hat, dann darf er nicht mehr. Oder wollen wir doch schon abgehen? Also warte mal, wir müssen zum Ende schuldenfrei sein und das Farmhaus haben. Ja. Beziehungsweise 1 Million. Das ist schwer zu sagen. Vor allem an der Anzahl der Folgen kann man es auch nicht festmachen. Ja, ich kann an der Hypothek nicht festmachen. Weil wir wissen ja gar nicht, wie viele Folgen es gibt. Also ich wette, dass wir locker die 100 schaffen. Ja, ich muss sagen, daran zweifle ich inzwischen. Wieso? Ich denke mal so. Ich bin der Meinung, es könnte auch schneller gehen. Ich bin der Meinung. Aha. Ich weiß es nicht, also. Das ist eine Vermutung. Ja. Das sagen sie alle. Und dann am Ende gewinnen sie. Ja, und dann irgendwoher. Das wäre ja optimal. Das wäre nicht optimal. Hallo? Denkst du auch mal nicht? Nein. Ja, logisch. Danke. Danke, wirklich danke. Also zumindest nicht hier in diesem Projekt, weil da kämpfen wir in dem Sinne gegeneinander. Obwohl wir doch uns manchmal ganz schön helfen. Muss man sagen. Ja. Das werde ich am Ende bereuen. Ich weiß es, wenn ich verliere. Wenn du verlieren solltest. Dann? Dann? Krieg ich die Ehrenmedaille für Hilfsbereitschaft oder was? Ja, das auch. Dann, wenn du gewinnst, darfst du ja eigentlich dann den Nachfolger von diesem Projekt aussuchen, ja? Aber wenn ich jetzt gewinne, dann darfst du Teil daran haben, ja? An deinem Gewinn? Ja. Also du darfst auch mit aussuchen, was die Weiterführung von diesem Projekt wird. Ach so. Du darfst zum Beispiel gucken, welche Map dir gefällt oder so. Weißt du, ansonsten, wenn du gewinnst, dann dürftest das alles nur du machen. Ach so. So ein schlechter Deal. Was für ein Deal? Wir hatten überhaupt keinen Deal gemacht. Das ist nur eine Sache, die ich ihr anbieten würde. Und was hältst du davon? Ja. Ist okay. Möchten Sie lieber was anderes? Möchten Sie lieber Schokolade? Nee. Ich würde das, glaube ich, sogar machen. Flop. Ja, bitte. Was soll angesehen werden? Das hatte ich Ihnen vorhin gesagt. Was war das nochmal? Ich kann noch kurz die Kopfhörer abziehen. Nee, dann höre ich es nicht. Ich komm hoch. Okay. Gerste bitte nochmal. Okay. Ich ziehe sie wieder runter. Haben Sie auch einen Flug? Ah ne, habe ich ja selber. Habe ich auch selber. Okay. Ich ziehe sie wieder. Jo, danke. So. Dann bist du wieder. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel Gras hierbei rumkommt. Weißt du, auf was ich gespannt bin? Ob du verlierst? Roleplay. Nein, auf das Roleplay. Ja, da das hab ist doch cool. Habe ich auch mal angefragt, also bezüglich einem, ob jemand für uns ein Polizeiauto modden kann. Und? Ich warte noch. Wie viel hast du denn gefragt? Bisher 2 Leute. 2 Leute. Also im Notfall werde ich selber machen. Und hoffe, dass ich es hinkriege. So. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es so schwer ist, oder? Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Ich müsste mich mal damit ein bisschen eingehender beschäftigen, dann wüsste ich es. Oh, und außerdem gibt es ja immer noch YouTube. Ja, das auch. Wir sind übrigens am Ende. Wir müssen noch schnell hoch.
Dann kannst du mich move. Klopft auf. Hallo, Folgenende. Aber oder? Sowas von, wir sind schon über 20. Ey. Oh, schlecht. Oh. Voll im Arbeiten gewesen. Und dann hast du mich noch angemeckert, weil ich länger als die Folge gemacht habe. 3 Minuten länger. So, gut. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Ciao.